Weißkopf sehe alle. Ohne Kommando. Ohne zählen, weil zählen kann ich eh nicht. Was zählen? 1, 2, 3. Doch kann ich, habe ich, siehst du, habe ich gelernt. Wir schießen einfach. Servus Leute, heute ein neues Parcours-Video und diesmal bin ich nicht allein. Heute habe ich den Lulze mit dabei, der unbekannte Bogenbauer. Und wir sind in Kumhausen in Niederbayern auf dem Parcours vom VfL Landshut. Hier die Preise sind recht moderat. Wir haben 5 Euro für Kinder und Jugendliche, 10 bis 17 Jahre. Wir haben 10 Euro für Erwachsene und 15 Euro, wenn ihr mit Compound schießen wollt. Also Compound ist ja auch erlaubt. So, und jetzt Lulze, kommen wir her. Servus, meine Heudere. Der Lulzim, das war eine spontane Idee, ja, weil ich wollte eigentlich nur zum Lulzim fahren, um ein bisschen mit ihm zu verhandeln, wie es aussieht mit einem Bogen vom unbekannten Bogenbauer. Weil die Leute haben natürlich recht, der baut natürlich Kunstwerke, das will ich mal kurz zeigen. Ja, oder? Also, ja, schau doch mal her. Sowas in der Art. Also ich habe jetzt keine Designvorgaben gegeben. Ja, es muss auch der Lulz immer auch Spaß machen, das Bogenbauen. Und eigentlich wollten wir nur ein bisschen verhandeln, ein bisschen reden. Und ich habe gesagt, ja, wenn ich schon in Niederbayern bin, mache ich ein Parcours-Video. Und er hat gleich gesagt, ja, da mache ich mit. Ja, und deswegen machen wir das heute mal ein bisschen anders wie von mir gewohnt. Normalerweise mache ich ja ich gebe die Entfernungen an. Heute machen wir eher mal so One-Take-Aufnahme. Lockeres Schießen. Ja. Genau. Wenn wir Spaß haben, hört uns auch ein Quatschen dabei. Wir sind verkabelt. Ja, und dann gucken wir mal. Und zum Schluss machen wir noch ein kleines Fazit. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, wir legen los. Bis dann. Der ist weit. Einmal drauf reicht. Treffer auf 2. Mal gucken, was du hast geschossen. Boom. Da, ja. Ja. Ja, was ist das? Ein Bison? Irgendwas Großes auf jeden Fall. Das ist weit. 55 Meter? 55 Meter. 55. Da, wo so müsste so es immer sein, auf meins. Erste 16 Punkte, passt schon. Ich nehme euch jetzt mal mit vor. Nimmst du mal meinen Bogen mit, bitte? Ja, weil dann kann ich nämlich die Kamera, dann nehme ich euch auch mal mit vor zum Ziel und gucken wir mal, was wir getroffen haben. So. Du brauchst das Team auch, weil wir müssen weiterlaufen dann. Stimmt. Gute Idee. Ich glaube, Django will meinen Knackarsch filmen. Ja, ich habe schon lange kein Parcours-Video mehr gemacht. Und manchmal vergisst man beim Drehen den Bogen, muss man wieder zurück. Oder das Stativ, muss man wieder zurück. Das passiert mir öfter. Oh, bin ich schlecht. Ich bin sowas vom schlecht. Tango. Meine ist nicht besser. Schaut euch das an. Das letzte Fitzeler, das ist gerade noch gezählt hat, runter bei Sockel gewesen. Ich habe aber Ausrede. Ja? Der Bogenschieß ist heute zum ersten Mal in Parkour. Oh, also quasi ein neu gebauter. Ja. Ja, Premiere auf Django 69. So, der Lundzim hat jetzt gerade einen Luchs geschossen oder schießt. Daneben geschossen. Wieder daneben. Wie gesagt, heute habe ich jede Menge Ausreden. Kein Problem.
Teile. Das ist das Wichtigste, glaube ich, wenn man einen Bogen baut. Man muss ihn ja testen, ne? Und ausprobieren. Und die Pfeile müssen darauf abgestimmt werden, wahrscheinlich, ja, oder? Die Pfeile passen überhaupt nicht zu dem Bogen. Drauf, so. Passt. Und ich nehme euch wieder mit. Jetzt machen wir schauen, was wir da getroffen haben. Also Obacht, das wird einmal kurz wackelig. Übrigens eine vorbildliche Wegbeschreibung. Schöner Pfeile, gefällt mir gut. Und da ist der Luchs. Das sind zwei Luchs und ein Eichhörnler, wie man in Franken sagt. Eichhörnler. Ja. Ein Händler. 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 Was schießen wir jetzt? Jetzt schießen wir eine Mietzekatze. Eine Mietzekatze. Aber zwei Ziele. Wildcat. Und dahinter, was ist das? Das muss ein Bär oder keine Ahnung. Ja, irgend sowas, ne? Ja. Gummibär. Gummibär. Stark. Perfekt. Aber nochmal, den Gummibär an, haben wir. Wenn ich schon mal da bin. So oft komme ich nicht noch nie dabei. Ja, oh. Ganz heiß. Ganz heiß. Jetzt nehme ich mal die Kamera. Ja. Und schauen wir mal den. Ja. Abschrauben, ne? Und dann so umklappt, dann siehst du was. Genau. Ja, so, jetzt darfst du mal die Pfeile ziehen. Ja. Und mal schauen, ob du schimpfst jetzt. Die Minzekatze ist so ein. Richtig. Ja, da sind wir knapp am Kill vorbei. Zweimal. Und den Gummibär habe ich gekillt. Jawohl. Gummibär war Kill. So schaut's aus. Aber und da haben wir echt. Da die knapp. Ich finde diese Viecher, diese 3D-Tiere so extrem hart. Das ist ja 3D. Ja, ja. Habe ich auch noch nicht gesehen. Da war früher in diesem Loch war ein Kauz drin. Ein Kauz? Ja. Jetzt geht's. Wenn die Ziele neu sind, das ist Katastrophe. Das sind richtig hart, das stimmt. Da gibt es eine große Wildkatze. Ja. Da bringt man die Pfeile fast nicht raus. Pauli will heute mal ein bisschen schimpfen. Na ja. Aber ein schönes Ziel. Ich nehme es auf. Redman schießen. Das ist richtig einfach die Auto. 30 Jahre Garantie, kann man alles machen. Ja. Da kann man alles machen. Henry war nur Spaß. Der Henry war schon, wie das gemeint ist. Ernst. Ernst. Das ist euer Ernst. Voll Ernst. Auf geht's. Ach, das ist ein traumhafter Schuss. Erst einmal hast du super gut gemacht. Jetzt habe ich dich unter Druck gesetzt, mein Freund. Ja, der Pressure ist huge. Leichtberg auf. Gams. Brauche ich einen Spezialpfeil? Jawohl. Jawohl. Da hat er gut vorgelegt. Ah, Killin, das ist das war nervös. Das sind die geilen 16. Ja. Was so? Macht dir nichts. Ne, genau. Ich meine, der hätte genauso gut A0 sein können. Ja, es gibt schlechter und guter 16er. Das sind 16er, die geil sind. Ist ein schwieriger Schuss, ja. Aber ich kenne. Aber ich, pass mal auf, ich mach's noch mal an. Jetzt willst du meinen Pfeil spalten? Nein, das nicht. Aber halt. Mal gucken, ich muss auf der Entfernung und auf der Höhe Kill schaffen. Okay, Knochschießen wird meistens nichts, aber jetzt sind wir schlechter. Ne? Das war eine Nocke, wo es sich verabschiedet hat, glaube ich. Das ist dann halt so. Okay. Ich habe Ersatznocken. Das ist kein klar. Problem. Aber die Fehlschüsse zeigen wir euch natürlich, ganz klar. Ich gehe jetzt mal mit euch rauf. Nimmst du mal einen Bogen? Natürlich. Und ja, das mit dem Nachschießen ist immer so eine Sache. Ne? Man denkt, man macht es besser und meistens macht man es eher schlechter.
Dunzeln, geht's oben beide? Ja. Gut, dann nehme ich die Stativ. Affe und dann runter. Jawohl. Das finde ich geil hier in den Parcours. Und hat sich tatsächlich mein Locken verabschiedet. Oh, ganz fein. Oh, ganze Beine verabschiedet. Da sind die Reste. Ja, Verluste. Wir schießen auf Eulen. Uhus. Uhu. Huhu. Wow. Aber nicht den Kill. Ah, schade. Das Kill mache ich jetzt. Hoffe ich. Also wichtig ist, dass ich jetzt schon mal treffe. Das ist auch so eine Geschichte. Vor allem Django und Flattervieh, ne? Ah, doch. Böser Django. Ja, gucken wir uns mal an. Nehmen wir die Kamera mit. Eins muss ich schon mal sagen, mir gefällt das Gelände. Zur Wegführung sage ich im Fazit, dann haben wir was dazu. Aber das sind erst einmal die Vögel, die Uhus. Und da steht noch wahrscheinlich noch für Halloween übrig geblieben, der Kürbis. Und wir haben auf eins getroffen, das passt. Erstens Fuchs, Frischling, Wildschwein. Machen wir? Machen wir. Machen wir alles drei, logisch. Ich hab 5 Pfeile dabei heute. Das reicht. Ah, ich Profi wieder. Was denn? Mit langer Haar, bei Wind, ohne Mütze. Ohne Mütze, ohne Stirnband. Ja, voll der Profi. Du hast lange Haare, die musst du zeigen, nicht abdecken, nicht verstecken. Lange Haare musst du immer. Ja, aber das fährt halt rum im Gesicht. Ne? Wie sieht denn das aus auf dem Video? Also ich versuche mein Glück. Erstmal sitzt. Auf eins. Jetzt mache ich den Wildschwein. Jetzt mache ich die Sau. Auch stark. Jetzt wir noch einen Pinsel. Frischling. Frischling ist schwer. Und stark. Das war richtig stark. Glückstreffer, Django. Nein, das war, das sieht man schon, dass das Können war. Ja, mach ich dieselbe Reihenfolge, Stark. Das ist auf jeden Fall ein Kill. Könnte ein Kill sein, sagt Micha immer. Könnte. Schweinchen. Was? Kann voll, das ist so weit links. Der ist auch freckt. Und jetzt kommt es drauf, hopp oder top. Frischling ist echt schwer. Zu hoch. Zu tief. Könnte Haxen sein, aber Anfeilen haben wir noch. Na, wart. Hier. Was? Hier. Ich habe extra einen langen Pfeil dabei heute. Oh. Der ist 30 Zoll. Oh. Aber da mache ich jetzt nicht den Frischling. Egal. Was? Na, da mach ich den Frischling, komm. Egal. Das ist ja geil. Ey, an Lulz im Bogen schießen dürfen. Das ist so. Ich freue mich. Wenn ich schon mal den Bogen schießen darf, dann will ich auch treffen. Ich schieße. Auswahl ist frei. Krass. Danke dir. Mega. Das ist geil. Ich nehme deinen Bogen. Ich nehme die Kamera. Das ist jetzt aber ein tricky, weil ich stehe da mitten in die Bäume. Ja. Wieder wackelig und ein Baum vorbei.
Ja, die Kamera motzt. Kamera schwenkt zu schnell. Ah, Moment, das habe ich vergessen zu zeigen. Da ist das Schweinchen. Das sieht mir jetzt nicht gut. Das Kill ist wahrscheinlich eine reparierte Sau. Aber ich denke, der Lulzim ist relativ nah dran. Vielleicht sogar drin. Und ich habe einen Kopf geschossen. Einmal Headshot. Und der Lulzim. Guter Treffer. Guter Treffer auf dem Ferkel, der Lulzim. Und da hat er uns im Kill getroffen und ich ganz knapp am Kill vorbei. Und der obere, der mit der schwarzen Nogge, den durfte ich mit dem Lutz in seinen Bogen schießen. Ja, cool. So, leg los. Jetzt aufgepasst. Ich habe Cengo gefragt oder ich habe nur erwähnt, das ist schön, dass die Pfeile nicht hin und her schaugen. Ich habe früher auch Rückenköcher mal getragen und ich kenne das Gefühl, wie es ist halt, ne? Hin und her zu schaukeln, wenn die Pfeile drin schaukeln. Django hat mir gerade gezeigt, was er für Innovation gehabt hat. Jetzt haltet euch fest. Unglaublich. Ja, einfach zwei Grobersten. Hängt der halbe Volt halt drauf. Weil, ne? Das ist geil, Männer. Ich sag's euch, ja, das ist geil. Funktioniert. Ihr kennt ja das bestimmt alle. Ist egal, ob Seiten- oder Rückenköche, Carbon, scheppert halt. Das klappert. Und das hat mich verrückt gemacht. Aber, ja, zwischen die Stationen, wenn du läufst. Tengo, hättest du neue nehmen können, nicht das, benutzte. Das war ein neuer. Nein, aber das geil, echt geil. Das, ich finde grandios. Ja, das Sorry. Geklapper hat mich immer genervt. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du da? Habe ich erst A-Globerschen reingesteckt. Das war nie so der Hit. Da hat es immer noch leicht geschabbert. Und dann habe ich die zwei, das ist, sieht man immer noch das Professorium. Das, jetzt nie, das sind einfach nur so Kabelbinder. Die Globerschen habe ich abgesägt. Genial. Kabelbinder rum. Der Trick ist, ne, wenn du am Pfeil nicht gescheit sauber kriegst, wenn du einen Erdboden geschossen hast, dann macht er gleich sauber auch noch mit. Auf die Idee muss einer kommen. Also Wahnsinn. Ja, mega. Also ich will top. Echt. Ja, und dann kaum. Also wenn du jetzt natürlich zu, dann scheppern die immer noch. Aber die fallen beim Laufen halt aus, immer. Wenn du dich bückst beim Pfeile ziehen. Das ist das Nächste. Das ist auch immer so ein Rückenköcher-Problem. Du ziehst deinen Pfeil, hast noch 5, 6 andere hinten drin, bückst dich und dann fallen alle raus und kannst du alle reinstecken. Ist wunderbar. Auf geht's, Mann. Wo ist mein Wurf? Ach, da. Mein Wurfholz. Schwieriges Ziel. Spring der Hasi. Boah. Den Vogel machen wir auch. Den Fasan. Fasan. Das soll jetzt nicht sein, dass das ein Fasan ist, weil ich immer Brillen auf. Das ist mein Problem. Ach, das ist das, was du gesagt hast, das ist dein Problem. Hase ist auch mein Problem. So. Das verstehe ich aber, weil ich schieße Flattermänner auch ganz ungern. Drunter, drüber und jetzt drauf, 3D. Ja. Aber jetzt. Da waren wir dafür echt geil drauf. So. Ups. Die Globerschen anders stehen. Die funktionieren wunderbar. Zieht sich anders. Das war ein Sockel, oder? Ja, leider. Sockel. Ja, das ist übrigens ein super Titel für den Video, ne? Mit Globerschen im Parcours. Jawohl. Da wird sich sein. Jeder denken, was haben die vor? Passt. So, und dann mache ich natürlich auch den Vogel. Perfekt. Drauf. Mehr. Reicht. Schauen wir uns an. Mehr das hätte ich auch nicht gewollt mit dem ersten Schuss. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Viecher mit Sockel hasse. Willkommen im Club, Django. Also das ist was echt verboten gehört.
Tiere mit Sockelheit zu stellen. Dann schieße ich lieber drunter, ne? Zwischen die Beine durch oder irgend sowas, als wie ein Tier mit Sockel. Das regt mich auf, weil du hörst das Plopp und denkst, oh ja, getroffen. Und dann siehst du, oh, das ist Sockel. Und dann musst du wieder zurück, weil du eben nicht getroffen hast. Das sind gute 15 Meter jetzt. Aber trotzdem eine schöne Station. Sollte machbar sein eigentlich. Der Lunzel ist endlich einmal einer, der wo mitdenkt. Ja, weil zwischen die Stationen, der trägt entweder den Bogen oder das Stativ. Und ohne, dass man was sagen muss. Das war, ja, Schatz, ich bin in der Arbeit, ich komme gleich. Soll ich es rausschneiden? Nein. Das war jetzt Situationskomik, ne? Ja. Das war jetzt echt ein Anruf? Locker, nee. Ich habe weggedrückt. Achso. Ja, Spaß also, beiseite. Ja, also gut. Also was schießen wir jetzt an? Das ist ich habe dich unterbrochen, sorry. Wer denkt mit? Ich denk mit. Du denkst mit, alles weil du gut. Entweder Bogen mitnimmst oder Stativ mitnimmst. Weil sonst, ja, das muss man mal dazu sagen. Normalerweise, wenn ich Parkour-Videos mache, ich mache alles allein. Und ich filme zuerst den Vlog, also mich, wie ich schieße, und dann muss ich die Kamera vortragen. Irgendwas vergisst man immer, lässt man den Bogen liegen. Ja, und dann muss man, also ich habe so viel Lauferei bei einem Parkour-Video, habe ich heute nicht. Ich glaube dir, ich habe das auch oft machen müssen. Ja. Und ist echt anstrengend und denk mal nicht, das ist so einfach, wie es ausschaut. Gehört viel dazu und deswegen abonniert seinen Kanal. So. Ah, das deucht Wahnsinn, ey. Wieder. Oder zweimal der Haxen. Zweimal Haxen. Der erste war, glaube ich, im Sockel. Ne? Jetzt drüber, das gibt's doch nicht. Ich höre auf, ich gehe nach Hause, ich gehe zu meiner Frau. Ja, aber das ist echt. Also, wir sind jetzt an Ziel, das nicht weit entfernt ist. Und es hat aber trotzdem eine hohe Schwierigkeit. Das ist ja immer das, was ich sage. Man kann, wenn man jagdlich stellt, auch schwer stellen. Weil es geht erst leicht bergauf, dann geht es ein Stück. Geradeaus ein paar Meter, dann geht es wieder runter und dann rauf, oben auf dem Hügel, ich zeige euch das gleich, oben auf dem Hügel steht dann das Ziel, irgendein Echsenviech, ein monströses Echsenviech. Ja, ich habe auch das. Da war mein erster. Ja, das war wahrscheinlich Sockel, ne? Man denkt, ist ja, es ist nicht ist weit, aber es ist weit. Ja, das ist, es sieht echt nah aus, aber es ist echt schwer. Und sowas, sowas mache ich. Solche Ziele mache ich. Jetzt hast du nicht. Weil das beweist, dass man einen Parcours schwerstellen kann mit jagdlicher Distanzen. Das geht. Das geht. Und dafür wir müssen ja alles auf 60 Meter stellen. Jetzt gucke ich mal, jetzt machen wir mal. Kann ich das so oder muss ich nur abschrauben? Ich glaube, das geht auch so. Das ist jetzt einmal ein Test, ob man mit Stativ mal ohne abschrauben. Ja, das ist wahrscheinlich albern, beim nächsten Mal schraube ich wieder ab. Aber das ist eine schöne Station. Und da ist schon der Fehler, warum ich nicht, muss ich trotzdem abschrauben. Ich muss euch das zeigen, weil die Jungs und Mädels beim VfL Landshut stellen schöne Stationen. Da ist nämlich auch noch ein Grogo. Und ein Schildkröt. Und jetzt muss ich eigentlich noch mal zurück, weil ihr seht jetzt hier den Hügel, wo ich erwähnt habe. Und ich gehe jetzt noch mal zurück, da kommt gerade ein Lulzim. Ja, Lulzim war so schlau und nimmt die Bögen mit zum Pfeile ziehen. Also die Pfeile und die Bögen bleiben immer am Pflock. Genau, und der Pflock, also es geht erst ein Stück rauf. Und ich stehe jetzt hier auf dem Teil, wo ein bisschen gerade ist, es geht leicht wieder bergab und dann geht es rauf. Und das ist ganz schwer zum Einschätzen, ganz, ganz schwer. Das sieht man auch das war hier. Wieder knapp am Kill. Das sieht man ja auch hier, ne? Guckt euch das an, ich habe in letzter Zeit immer so ein Pech.
Ja, das zählt schon. Zählt. Ja, wir haben genau aufgedrückt. Das ist Kill. Das ist Kill. Das war auch ganz knapp. Schieß mal, was wir normalerweise nicht schießen. Ratten. Wir sind jetzt bei Ratatouille. Ratatouille, genau. Genau. Erstmal daneben und dann drauf. Ne? Oder zweimal daneben und dann drauf. Treffer. Dann mache ich den ganz hinten noch an die Wand. Den Nagel ich fest. Das, also kurz zur Erklärung, warum ich sonst nie Ratten gern schieße, aber hier schon. Die Station ist echt extrem schön gestellt. Und ich sehe gerade, das sind Tschernobyl-Ratten. Die andere steht auf einem radioaktiven Foss. Das sollte ich vielleicht eher nicht treffen. Die Pfeile ziehe ich. Ups. Na, dann mache ich lieber noch einen. Das hat sich nämlich jetzt komisch angehört. Und dann mal drüber. Kann sein, dass eine Eisenstange. Ja, ich habe wahrscheinlich. Das ist nämlich der Grund, warum ich Ratten eigentlich nicht gern schieße. Wäre die Eisenstange. Ja. Aber jetzt. Aber was macht man hier alles für YouTube? Was macht man denn alles für YouTube? Da opfert gerne mal seine Pfeile. Pfeile opfern, einfach. Ja. Aber die Station, die müssen wir uns schon anschauen, weil die ist echt schön gemacht. Also ich laufe jetzt einmal einen kleinen Umweg, weil ich will euch das Bild zeigen, was der Schütze sieht. Der sieht nämlich das. Und das ist das, was ich gemacht habe mit radioaktiv. Ratte auf die und Atombombe. Steht, das war eigentlich ein Treffer. Warum hat er sich so komisch angehört? Eisenstange? Da ist alles locker. Also wahrscheinlich Eisen. Auf jeden Fall. Ja. Muss an die Schleifmaschine. Hab einen im Keller. Ja, ich zwar nicht im Keller, aber in unserer kleinen Werkstatt. Habe ich auch noch. Geht schon. Ja. Geht schon. Also nochmal. So. Was haben wir da? Das ist irgendein Hirschviech, oder? Liegende Hirsch. Liegende Hirsch. Ja. 20, 25 Meter? Mehr. Mehr? Ja. 30? Locker. Das ist dann WA-Distanz. Müsste ich also eigentlich treffen. Und wir sind beim blauen Flock, ne? Blau, ja. Wohlgemerkt. Ja, jagdlich. Bevorzugst du das eigentlich? Auch wie ich? Blau, oder immer. Blau. Ja, ja, also. Oh, und gleich wird's auch. Ja, das ist weit. Das sieht so einfach aus, der Schuss. Das sieht wirklich einfach aus. Aber ja, ein großes Vieh ist. Ja. Sockel. Sockel. Drei oder vorbei. Ne? Auf drei kriegt man wenigstens noch ein bisschen. Das sieht ja gut aus. Jawohl. Der hat ein mit Holz. Null gehen wir nicht raus. Er hat ein Holz von dir jetzt gekriegt. Ein Holz? Ein Holz. Du hast ein Holz getroffen. Oh ja, passiert. Oder? Na, es sieht nach einem Kill aus. Rücken. Eins darf ich noch machen. Ich habe ein bisschen höher gehalten wie sonst. Gut. Besser drin. Kriegst du noch mal kurz? Ja, freilich. Wie gesagt, Leute, ich habe heute wasserdichte Ausrede. Neue Bogen, falsche Pfeile. Ich kann nichts dafür. Ah ja, aber nur so findet man es raus. Nur so findet man es raus, was für ein Pfeil zum Bogen passt, durch Ausprobieren. Und ganz ehrlich, du brauchst keine Ausrede. Du hast so viel guter Schuss gemacht, weil wir haben ja jetzt nicht alles gefilmt. Oh, danke, Cenk. Nein, das ist ja ehrlich. Das ist ja ein richtig guter Schuss dabei gehabt.
jetzt endlich mal hast die Linie durchtrennt, das zählt. Das ja, auf 3,8 Meter, genau. Das zählt. Ja, endlich einmal. Ich schreibe 20. Nein, da wahrscheinlich uns dasselbe, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Lulz hat wieder eine gute Idee gehabt. Wir schießen dann jetzt zwei gleichzeitig. Und zwar an Weißkopfseeadler. Ohne Kommando. Ohne zählen, weil zählen kann ich eh nicht. Was zählen? 1, 2, 3. Nein, doch kann ich, habe ich es gelernt. Wir schießen einfach. Und beide getroffen. Das war geil. Beide gleich. Du musst halt gleich beim ersten Mal. Gleich zeigen, komm. Und da geht's rauf. Die Wegführung ist schon geil. Alles gefällt mir hier. Und da ist der Adler. Da ist nur ein Adler. Ich weiß jetzt nicht, von wo aus man den treffen soll, aber da steht noch ein Adler. Und so. Das ist der Adler. Und letztendlich hat der Tango einen schönen Kill. Endlich einmal. Weil er meinen Pfeil, die Pfeile haben überschnitten und der hat meinen Pfeil weggeschoben. Und hat den Kill geschossen. Ja. Nicht schlecht. Ob das wirklich so war? Die haben sich wirklich überkreuzt, die Pfeile. Ja. Aber geil, echt. Oh. Jetzt haben wir Zeit für ein kleines Fazit, weil ich habe ein wenig Schiss, dass der Akku für mein Mikrofon schlapp macht. Wir drehen noch, solange wie Akku ist, wir drehen noch weitere Stationen, aber ich denke, wir haben jetzt echt auch gut viel gefilmt. Da sind bestimmt einige Aufnahmen dabei, die ich verwenden kann. Auf jeden Fall. Was ich jetzt noch einmal kurz zeigen muss, bevor wir das Fazit machen, ist sein Bogen. Okay. Also ich durfte den ja auch mal schießen, ja, auf der A-Station, das war so geil. Und schaut euch einmal das von hier an, das habe ich vorhin gar nicht gespleist. Und was ist das von hier nochmal? Vogelaugen-Ahorn. Vogelaugen-Ahorn, genau. Schild. Und das andere ist irgendein Birke, ja. Mit mehr dunkle, ja, von hier, ja. Gemischtes Schwarz-Weiß halt, ne? Genau, und das ist gebeizt, hast du gesagt, ne? Das Schwarze nicht. Das nicht? Das war der andere Bogen, das, ne? Das war andere Bogen. Also ich war vorher noch bei ihm in der Werkstatt. Genau. Das ist also quasi ein dunkles Holz. Aber ganze Griffe. Ja. Und die Wurfarm von ihr, Wurfarmkeile ist alles aus der Reife. Ja. Gefällt mir richtig gut. Wunderschöner Bogen. Gut, jetzt aber Fazit. Zu Kumhausen. Das ist der Parcours für die vom VfL Landshut Bogenschützen. Und ich habe es in Anfang unserer Station habe ich es schon erwähnt, die Wegführung finde ich klasse. Also verirren ist quasi nicht möglich, weil überall die roten Pfeile sind und zwar in ausreichender Menge. Ja. Also man, aber im Pfeil ziehen, also der Parcours lässt keine Fragen offen. Also ist auch für Anfänger geeignet. Was man allerdings aufpassen muss, wenn es vorher ein paar Tage geregnet hat, man braucht echt gutes Schuhwerk. Ich empfehle es sowieso immer. Ja? Aber hier, es ist schon teilweise auch ein wenig rutschig, muss man ein wenig aufpassen. Aber es ist Wald, das ist normal. Aber denk dran, zieh lieber feste Schuhwerk. Mit Turnschuh oder Barfuß hier ist ganz schlecht. Ganz schlecht, ganz schlechte Idee. Barfuß. Ja, also ist dann eher suboptimal. Aber ansonsten, ich finde genial, also das ist ein Parcours, wo wieder mal zeigt, dass man schwer stellen kann auf kurze und normale Distanzen, weil er ist sehr jachtlich, hat aber trotzdem noch Weitschussblock. Also es ist ja Compound hier erlaubt, so ja. Habe ich am Anfang gesagt. Es ist Compound erlaubt. Die haben weitere Entfernungen, also ein traditioneller Schütze auf Weitschuss steht, kommt hier trotzdem auf seine Kosten, weil er schießt dann halt einfach für rot. Also die haben alles richtig gemacht. Interessanter Schuss, schöner Stationen. Ich habe das auch erwähnt vorhin mit der Straße. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil wenn man das im Training macht, dann nervt einem das nicht beim Turnier oder bei der Meisterschaft,
kannst ja auch jederzeit vorkommen, dass das einmal alles Stress gebaut ist. Da reagiere ich sehr empfindlich darauf. Wenn einer mir dazwischen quatscht, wenn ich im Schuss drinnen bin, also sowas zu üben hier an der Straße, das, diese leichte Lärmbelästigung, Konzentrationsschwäche, da können wir besser. Genau, da kann man sich darauf einstellen, auch wenn man allein ist. Und dann hat man es in der beim Gruppenschießen nicht so schwer, weil irgendeiner quatscht immer. Das kann man nicht vermeiden, das ist normal. Also ich meine, wichtig ist halt, wenn man Turnier schießt, dass man vielleicht direkt am Flock dann man kann ja auch flüstern. Ne? Ja. Ne, das ist so. Ja, was ist noch erwähnenswert? Was habe ich vergessen? Feste Schuhwerk haben wir gesagt, das passt. Gesagt, ist halt das Wichtigste. Ne? Ja. Wichtig ist, wenn ihr. Kleingeld. Wir haben ja Getränkeboxen. Ah, genau, es gibt ja Getränkebox. Gibt Bier, Limonade, Radler, Schnaps, Schnaps? Zigarren. Nee, falsch. Das wäre neu jetzt. Das hätte ich dann. Optimal ist hier für Kompanschützen, also bei schönem Wetter gibt es so viele Kompanschützen hier, da haben wir echt keinen Platz mehr zum Schießen, wirklich wahr. Also das stimmt. Also es ist für jeden was dabei. Was ich auch sehr fair finde, ist das für Kinder 5 Euro, also für 10 bis 17. Ich gehe mal davon aus, dass unter 10 ist dann, nicht teuer. Also ist dann wahrscheinlich frei. Hält sich in Grenzen. Ja, also das ist echt, das ist auch preislich. Und vor allem, wenn man mal nicht so viel Zeit hat, weil das Gelände nicht so weitläufig ist. Also man muss nie weit laufen zwischen den Stationen. Das war vielleicht einmal, wenn wir mehr marschiert sind. Ja. Und der Rest ist eigentlich, du schießt, dann läufst du ein Stück, dann kommt schon die nächste Station. Auch oft so bergauf, schießt erstmal rauf, dann holst du die Pfeile, dann schießt du runter. Also das ist super gestellt. Ja. Parkplätze gibt jede Menge, gleich direkt neben Parcours. Also gibt extra Parkplatz dazu. Ich finde das mega. Also man muss auch nicht 2 Kilometer laufen bis zum Schießplatz. Das finde ich hier echt mega. Genau. Ansonsten kann ich nichts sagen. Hoffentlich habe ich nicht zu viel versprochen. Na, das war super. Das war, vor allem, wenn ihr einmal die Chance habt, wenn ihr einmal den Lulzim auf einem Parcours trefft und er bietet euch auch mit ihm zu schießen, macht das. Ja, weil das ist echt. Das, also so. Dann seht ihr, wie schlecht ich schießen kann. Nein, der schießt ja Kill. Der schießt ja Kill. Wir haben ja bei Weiden ja alles gefilmt. Der schießt schon genug Kill. Wir haben beide eigentlich gut Kill, wenn die Kamera aus war. Ne? Da haben wir am meisten. Immer wenn die Kamera nicht läuft, dann Das ist aber Kill, das ist aber meistens so. Na, wir haben echt Spaß gehabt. Das macht echt richtig Spaß. Das ist das Wichtigste. Ne? Ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß beim Bogenschießen gehabt, vor allem mit Kamera, weil das ist ja normalerweise nicht so spaßig. War heute mal eine Ausnahme. Dann musst du öfters zu mir kommen. Das machen wir jetzt sowieso öfters, weil. Ja, dein Bogen weil, wie ist so gesagt, wie hast du gesagt, Custom-Bogen ist es nur, wenn man den Griff richtig anpasst. Nicht Custom-Bogen, sondern ein Bogen, die Fehler verzeihen, ist erst dann, wenn an Schützen angepasst wird. Genau, also ich muss noch einmal zum Lulzim kommen. Ja, vielleicht schießen wir dann auch noch einmal. Den Weg kennst du jetzt. Ja, genau. Und vor allem ganz wichtig ist beim Lulzim, er baut nicht einfach nur Bogen, sondern er zeigt auch, wie es geht. Der hat nämlich auch einen YouTube-Kanal. Verlinke ich euch in der Video-Info. Unbedingt einmal anschauen und wenn es euch gefällt, unbedingt abonnieren. Oh, jetzt werde ich rot. Warum? Du machst das gut. Nein, ich habe das nie gewusst. Ich kannte den Lulzim aus den Onkel Ari-Videos und aus verschiedenen anderen YouTube-Kanälen. Aber ich wusste bis zur Messe in Sprüchstettenfels nicht, dass er einen Kanal hat. Und seitdem suchte ich diese Videos. Ich tarne mich, ich bin getarnt immer. Der unbekannte Bogenbauer. Ich verlinke es ja auch. Ja, ihr könnt gerne mal draufklicken, könnt euch das Ganze mal anschauen. Mir gefällt sowas, wenn jemand einmal Infos gibt, wie was entsteht. Ja, ja? Also was für Arbeit dahinter steckt, so einen Bogen zu bauen. Ne? Ich habe da echt keine Geheimnisse. Ich bin schmerzfrei, was sowas angeht, weil ich habe niemanden was abgeguckt oder abgeschaut. Wie sagt man das? Abgeguckt? Oder raubkopiert? Ja, also ich habe aus eigener Erfahrung quasi entdeckt, diese Art vom Bogenbau und das kann ich gerne mal weitergeben. Also ja, genau, ich habe von keinem anderen Bogenbauer irgendwelche Informationen bekommen. Das war meine eigene Konstruktion, meine eigene. Darf man es auch zeigen, wenn man das möchte. Das ist völlig in Ordnung und das macht auch Spaß Zuschauer. Ja, also ich habe kein Problem. Da bin ich schon echt gespannt drauf, was er für mich dann konstruiert, weil ich habe da nur die Rahmenbedingungen festgelegt, ne? Weil ich habe ja beim Tussi-Video habe ich ja Kritik gerichtet, ja? Weil
ich habe ja meinen unbekannten Bogenbauer im Video als unbekannten Bogenbauer, als anderen. Ich habe es dazu gesagt, ne? Du hast das Video gesehen. Ja, ja. Ich habe es dazu gesagt, aber ich habe trotzdem massig Kritik. Ja, es gibt wahrscheinlich von deiner Fans. Es gibt nur einen unbekannten Bogenbauer und es ist der Lulzim und er baut Kunstwerke. Na, ja, ich mir gedacht, bevor ich auf so einen Kommentar dann böse reagiere, dass ich da für Lulzimmer mal ein Kunstwerk für mich baue. Ich habe nur die Rahmenbedingungen haben wir heute geklärt, ne? So was ich brauche. Und dann den Rest macht der Lulzim. Und da sind wir mal einfach mal alle gespannt. Also ich gebe mein Bestes und schauen wir, was dabei rauskommt. Genau. Der Django hat 31 Zoll Auszug, das ist nicht ganz ohne. Meine persönliche Empfehlung für seine Auszugslänge wäre 64 Zoll Minimum. Obwohl du mit 58 Zoll auch zurechtkommen bist. Ne? Überraschenderweise, ja. Also, ja, also aber für ihn, für ja, die Dauer, ich mein, 64 ja, Zoll wäre optimal. Das ist auch mit höherer Zuggewicht, kann man höheres Zuggewicht auch mal probeweise schießen, wenn man die Gelegenheit dazu kriegt. Ich schieße jetzt, ich fühle mich am wohlsten mit 50 Pfund. 55 geht auch noch. Alles, was drüber ist, ist für mich unangenehm. Aber wenn jetzt einmal an, wenn ich einen interessanten Bogen sehe und der Schütze gibt mir die Gelegenheit, ich kann auch 60 Pfund schießen. Das Problem ist immer, zwei, drei Schuss auf einer Zielscheibe oder auf einem 3D-Tier ist was anderes wie ein Parcours-Schießen. Da musst du ja 30 Mal schießen, wenn du triffst. Ja. Wenn du nicht triffst, schießt du ja sogar öfter. Und dann wird es halt unangenehm. Und da ist schon 64 Zoll bei meiner auf dem Arm. So, ich muss dich jetzt bremsen. Komm mal zum Schluss, sonst labern wir. Genau, sonst labern wir. Das Video eine Stunde, aber das ist immer so, wenn man jemanden hat, der Spaß macht. Jawohl. Also, hat mir echt riesig Spaß gemacht, wirklich, Django. Genau. Bist du herzlich willkommen, jederzeit wieder gerne. Ja, wiederholen wir auf jeden Fall. Und wenn ihr in der Nähe von Landshut seid, schaut doch mal in Kumhausen vorbei. Das ist echt ein schöner Parcours. Haben die eigentlich Internetseiten? Ja. Ja, die verlinke ich auch in der Video-Info. Dann habt ihr alle Infos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Heute Ehre. Knock on und alle ins Kill. Leute, ich habe da vorhin den Pfeilblatt geschossen, also die Pfeilspitze. Ja, das wollte ich zu Hause schleifen. Und jetzt haben wir echt was sich die anderen Parcoursbetreiber auch einmal überlegen könnten. Hier gibt es eine Schleifmaschine. Die ist zwar handbetrieben, der Lulzim treibt es jetzt einmal an. Treib du mal ein bisschen, ich zeig dir, wie es geht. Ja. Der Lulzim zeigt mir jetzt, wie es geht. Die Schleifbrücke. Natürlich hat sie jetzt rausgedrückt, die muss ich noch hineinkleben. Aber trotzdem, das hat mir ja nicht immer, dass die rausdrückt. Ich finde es eine geile Sache, dass man hier auch schleifen kann, wenn sowas passiert. Ja, weil mancher Tiere, man hat halt keine andere Chance, als wie mit Eisen zu verangeln. Und das war ja das einzigste Problem. Ich habe auf Eisen geschossen. Ja, und dann ist halt die Pfeilspitzen immer der Loser. Django, schau hier schauen. Ja, bitte, der alte Fehler, ja. Das sagen mich so viele Leute. Ich soll nach die Kamera schauen, hier auf dem Display. Aber da sehe ich halt, was ich die Leute zeige. Ne? Weil das ist ja das Wichtige. Du sollst ruhig mal auf die Linse schauen, nicht auf den Monitor. Auf dem Monitor, glaube ich, damit die Leute sehen, was ich da zusammen zeige. Weil ich halte auch manchmal gerne einmal so. Was? So? Viel. Ja, da sieht man immer nichts. Und so sehen die Leute halt, da glaube ich zwar an einem Monitor, aber die Leute sehen, was ich mache. Ja, Schleifmaschine. Hast du gut geklärt. Ja. Also ich habe den Lulzim jetzt verstanden, weil eigentlich wollten wir schon aufhören. Sein Mikrofon ist aus, ich hoffe, meins hat es gut mit aufgenommen. Also wie gesagt, geiler Sach. Hier kann man auch schleifen.